Servus! Servus! Im heutigen Video geht es hier weiter am Renault Clio. Das ist heute das letzte Video und zwar haben wir ja noch gesehen, dass da beziehungsweise ein Stoßdämpfer kaputt ist. Wir tauschen aber beide im Paar, weil wenn der eine kaputt ist, ist es meistens so, dass der andere übrigens auch kaputt geht. Das Fahrzeug hat bereits neue Reifen bekommen. Das beziehungsweise haben wir erwähnt, dass die kaputt sind. Das zeigen wir euch gleich noch. Und dann fangen wir einfach mal an. So, wir haben jetzt mal die Reifen, wie man sieht, die sind ganz neu. Ne? Profil ist frisch, das alte war ja verbraucht. Und jetzt werden wir uns den Reifen ja aber erstmal runternehmen, da wir ja die Stoßdämpfer ausbauen wollen. Und da brauchen wir natürlich ein bisschen Platz dazu. Im nächsten Schritt haben wir jetzt hier unseren Getriebeheber, den werden wir unterstellen. Und zwar ist es ja so, wir werden jetzt hier hinten dann die Schraube vom Stoßdämpfer lösen. Dann wird sich natürlich der Achsschenkel nach hinten ein bisschen absetzen. Der hat eine Starrachse, also so viel kommt es nicht runter. Aber um uns selber zu schützen, machen wir das natürlich drunter, damit es nicht abhauen kann. Dann gehen wir jetzt einfach mit dem Schlagschrauber drauf. Dann können wir uns die Schraube. Und man sieht, der Stoßdämpfer ist schon lose. Jetzt kann man sozusagen den Getriebeheber lockern und dann sieht man, wie dann die Hinterachse ein bisschen runterkommt. Ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, weil er eine Starrachse drin hat. Wenn es jetzt eine Einzelradaufhängung hätte, dann wäre jetzt sozusagen die Feder schon locker. Jetzt müssen wir das Fahrzeug wieder runterlassen, weil der Stoßdämpfer oben im Kofferraum befestigt ist, beziehungsweise oben das Dom. Jetzt öffnen wir uns mal die Heckklappe. Dann kann man da mal reinschauen. Zunächst einmal werden wir uns jetzt hier die Hutablage entfernen, einfach damit wir mehr Platz haben. Die kann man sich einfach vorne reinlegen. Da haben wir sozusagen hier unsere Schutzwand innen, die müssen wir erstmal lösen. Hier oben hat man jetzt da so einen Plastikclip, sondern ist das Seitenteil erstmal so weit locker. Wie man sieht, dann ist der sozusagen da rausgehüpft. Und jetzt kann man sich da diese Plastikverkleidung weghebeln. Das hat hier alles gesteckt. Den Sitz tun wir uns auch nach vorne legen, weil sonst kriegt man das nämlich nicht da raus. Dann kann man hier den Stoff sozusagen unten drüber ziehen. Und wenn man jetzt hier reinguckt, ist da unten diese Domaufnahme. Die muss man uns lösen und dann kann man den Stoßdämpfer nach unten ausbauen. Wie man sieht, der Stoßdämpfer ist jetzt nach unten ausgebaut. Den haben wir jetzt mal hier. Den Anschlagspuffer, den können wir uns übernehmen, der ist noch in Ordnung. Genauso wie hier der Aufsatz, den brauchen wir auch wieder fürs Domlager und diese Staubschutzmanschetten. Hier haben wir jetzt unseren neuen Stoßdämpfer. Und zwar müssen wir uns jetzt erstmal hier das Sicherheitsband wegmachen vom Transportschutz, damit es sozusagen gelöst ist. Das zügen wir uns einfach durch, dann sieht man schon, wie der Stoßdämpfer ausfährt. Den alten nehmen wir uns jetzt hier, wie gesagt, die Teile runter. Die kann man auch wieder hernehmen. Sieht man jetzt mal den alten, kann man mal testen, wie der noch so funktioniert. Wie man sieht, da ist ja, keine Power mehr da, also von alleine fährt er nicht mehr raus, nur der ist halt kaputt. Jetzt kann man es vergleichen mit dem neuen, wenn man den jetzt reindrückt, dann fahren die auch wieder raus, so wie es halt sein soll. Ne? Das sieht man jetzt hier, so funktioniert halt das System beim Stoßdämpfer. Vorne nehmen wir die Sicherheitsmutter runter. Und da setzen wir uns hier auf dem neuen Stoßdämpfer die Staubschutzmanschette drauf. Die kann man wieder hernehmen. Da braucht man keine neue, wenn die in Ordnung ist. Dann setzen wir uns hier den Unterleger vom Domlager wieder drauf. Und dann wird die so wieder hinten eingebaut. So, wie man sieht, der neue Stoßdämpfer ist jetzt soweit in der Position. Den werden wir uns hier natürlich jetzt noch festdrehen. Zu beachten ist, dass beim Lösen ist jetzt nicht schlimm, wenn man den Schlagschrauber hernimmt. Aber beim Festziehen sollte man keinen Schlagschrauber nehmen, weil sonst macht man den Stoßdämpfer gleich wieder kaputt. So, der Stoßdämpfer ist jetzt fest. Jetzt werden wir uns hier noch die ganze Verkleidung wieder einbauen und dann werden wir den unten wieder befestigen. Gut, die Innenverkleidung ist wieder fest, wie man hier sieht. Jetzt können wir unter das Auto gehen und den Stoßdämpfer am Fahrzeug wieder befestigen. Im nächsten Schritt werden wir uns hier den Getriebeheber wieder anheben, weil der Platz zur Hinterachse noch nicht ausreicht. Das sieht man, weil der Stoßdämpfer ist jetzt komplett ausgefahren. Den werden wir uns jetzt so weit hochheben, dass das halt dann
da reinpasst und man die Befestigungsschraube wieder anbringen kann. So, das sollte ausreichen und dann werden wir jetzt die Schraube reinmachen. So, dann können wir uns jetzt hier die Schraube hernehmen und dann, ja, wie gesagt, die da ansetzen. Und die wird da wieder festgedreht und dann ist der neue Stoßdämpfer verbaut. Das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch. Und dann zeigen wir euch nochmal das Endresultat und dann ist der Einbau für heute auch schon beendet. So, die neuen Stoßdämpfer sind verbaut, also links und rechts ist jeweils der neue drin, das sieht man jetzt hier. Hat relativ einfach funktioniert, ist ja auch nicht wirklich aufwendig gemacht, das Ganze. Und ja, jetzt sind sie auf jeden Fall wieder frisch, die waren beide defekt. Und jetzt ist es wieder in Ordnung, da können die Reifen wieder ganz normal runterfahren, weil bei dem alten Reifen war es ja so, dass der total schlecht abgefahren war, weil die Stoßdämpfer defekt waren. Genau, das passt. So, das war jetzt mal das Einbauvideo zu den Stoßdämpfern am Clio. Wie man gesehen hat, das kann man relativ einfach machen. Und ja, hat funktioniert. Das Fahrzeug steht wieder richtig gut da. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Die Teile habe ich euch unten verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.